Hey und herzlich willkommen hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge und es gibt leider traurige Nachrichten. Nicht nur, dass unsere Protagonisten in unserem Projekt jetzt gestorben sind und bei mir zumindest die zweite Generation anfangen würde. Und Livos ist ja immerhin auch gestorben, sein Grab ist ja da hinten. Das Projekt wird nun ein Ende finden. Livos hat so ein bisschen die Lust am Spiel verloren, ich kann es ihm nicht verdenken. Weil jetzt vor allem auch seine Familie weg ist, nachdem sein PC einen Crash hatte. Und ja, allgemein haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass so ein dickes Haus zum Anfang vielleicht nicht die beste Wahl war. Aber gut, im Nachhinein ist man natürlich schlauer, ne? Ich zumindest hoffe, dass wir Livos jetzt nicht komplett in Sims vergrault haben, sondern dass er sich irgendwann vielleicht nochmal dazu aufraffen wird, vielleicht für sich ein kleines Haus mal anzufangen und dann nochmal neu anzufangen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, es war ein sehr schönes Projekt. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand es schon ein bisschen schade, aber das konnte ich im Vornherein ja nicht wissen, dass Livos da jetzt nicht so viel experimentiert hat mit der Einrichtung. Ich denke mal, weil er auch einfach komplett überfordert war mit der Größe und mit dem gesamten Gameplay, ja. Aber wie auch immer, an sich, wie gesagt, ich fand, es war ein sehr schönes Projekt. Die Idee ist auch ziemlich cool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man das irgendwann nochmal macht. Vielleicht mit Livos, vielleicht mit jemand anderem, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich danke euch, dass ihr die 10 Wochen hier zugeschaut habt. Wir haben Woche 10 ja bei Chihiro zum Abschluss gebracht. Bei Livos gab es nur bis Woche 9, glaube ich, wegen den technischen Problemen. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall auch vielen Dank an Livos für das Projekt, das er da mitgemacht hat. Bei meiner schönen Idee. Und ja, auch danke fürs Zuschauen euch. Und ich würde jetzt einfach sagen, ciao und bis zu einem nächsten Projekt.